Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Update Wirtschaft, unsere Reise durch die Welt der Wirtschaft und der Finanzen. Auch heute wollen wir Ihnen wieder einen Überblick geben, welche wichtigen Themen die Finanzmärkte im Moment bestimmen und hier in Bewegung halten. Und es ist wieder einmal der Blick in die USA, die hier insgesamt rund um den Globus am Morgen die Finanzmärkte zumindest ein bisschen in Schach halten. Denn der Chef der amerikanischen Notenbank, Jerome Powell, hat deutlich gemacht, dass im Mai, da steht die nächste Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank an, dass es dort offenbar einen sehr großen Zinsschritt gibt, nämlich von 0,5 Prozentpunkten. Und das bestätigt eigentlich den Kurs der amerikanischen Notenbank, die eben in diesem Jahr doch sehr heftig und sehr massiv die Inflation bekämpfen will, die ja in den USA mittlerweile rund 8% beträgt. Eigentlich war das so erwartet worden. Seit Monaten wird darüber diskutiert und spekuliert. Aber die Finanzmärkte reagieren dann doch immer wieder recht deutlich, wenn es solche Aussagen gibt. Und das ist auch ein wesentlicher Grund, warum der deutsche Aktienindex heute Morgen in der Minuszone eröffnet hat. Das Börsenbarometer aktuell war jetzt genau 14.344 Punkte. Das sind 158 weniger als gestern, gut 1% weniger. Und man sieht wieder einmal, wie sensibel, wie zinssensibel letztendlich die Märkte doch immer wieder reagieren. Viele nutzen es möglicherweise aber auch, um vor dem Wochenende erst einmal Kasse zu machen. Allerdings gibt es auch nicht allzu viel Rückenwind von den Auslandsmärkten, wo natürlich diese Nachrichten aus den USA ebenfalls tatsächlich zu Buche geschlagen haben. Und man sieht das ganz deutlich an den amerikanischen Aktienmärkten, wo der Dow Jones Index gestern eben auch recht deutlich reagiert hat mit einem Minus von über 1%. Noch stärker an der Nasdaq, denn eine Zinserhöhung würde vor allem technologielastige Unternehmen sehr stark betreffen. Die brauchen ja sehr viel Geld für ihre Investitionen. Und dementsprechend, wenn dann die Zinsen eben steigen, ist die Finanzierungsmöglichkeit schlechter. Der Nasdaq dementsprechend mit einem Minus von 2,1% und der S&P ebenfalls unter Druck. Schauen wir uns auch die Auslandsmärkte in Fernost an. In Asien gibt es ebenfalls jetzt überwiegend Minuszeichen, lediglich die Börse in Shanghai. Sie büchst ein bisschen aus mit einem leichten Plus von 0,4%, trotz der sich zuspitzenden Situation dort in Sachen Corona. In Hongkong heute wieder Abschläge und in Tokio ein recht deutliches Minus von rund 1,6%. Dort hatte es in den letzten Tagen allerdings auch kräftige Pluszeichen gegeben. Auch hier machen viele Anleger heute erst einmal Kasse am Morgen. Das große Thema aber am deutschen Aktienmarkt ist auch heute vor allen Dingen die Frankreich-Wahl. Am Wochenende wird es ernst, dann gibt es die Stichwahl zwischen dem sozialliberalen Emmanuel Macron und auf der anderen Seite eben auch zwischen Marine Le Pen, die rechtspopuläre Herausforderin. Und beide haben sich ja bereits ein heftiges Duell gegeben. Wir werden gleich näher darauf eingehen und uns anschauen, welche Auswirkungen das eben möglicherweise auf die Finanzmärkte hat. Wollen uns aber zunächst noch einem anderen Thema zuwenden, nämlich dem Einbruch bei den Exporten. Daten, die es gestern gegeben hat und die natürlich auch insgesamt den Finanzmarkt belasten. Gestern wurde deutlich, dass die Exportindustrie im Moment doch Probleme hat und sie nicht ganz so rund läuft. Aber das liegt natürlich vor allen Dingen am Ukraine-Krieg und an den Sanktionen, die eben gegen Russland verhängt worden sind. Und das wiederum hat dazu geführt, dass die Exporte nach Russland eben deutlich eingebrochen sind. Sie sehen, es gibt hier ein kräftiges Minus der deutschen Exporte im März im Vergleich zum Vorjahr von fast 60%, über 57%. Und Russland war jetzt nicht immer der ganz große, wichtige Wirtschaftspartner, aber er fiel von Rang 5 auf Rang 12. Also diese Sanktionen, sie haben eben nicht nur für Russland deutliche Auswirkungen, sondern eben auch für unsere Exportindustrie. Aber wie gesagt, Frankreich ist das ganz große Thema. Wir haben gestern sehr ausführlich hier an diesem Platz uns damit auseinandergesetzt, welche Parteiprogramme die beiden Herausforderer Emmanuel Macron und Marine Le Pen haben. Und heute wollen wir uns ein bisschen näher damit beschäftigen, wie die Finanzmärkte sich damit auseinandersetzen, welche Bedeutung diese Wahl eigentlich hat und vielleicht auch welche Sorgen es im Moment gibt, denn diese Stichwahl, sie ist ja doch ein Kopf-an-Kopf-Rennen und so richtig weiß man natürlich nie, ob die Vorhersagen stimmen, auch wenn Macron im Moment einen Vorsprung gegenüber Marine Le Pen hat. Ja, und ich begrüße ganz herzlich Robert Halver vom Bankhaus Baader. Einen schönen guten Morgen. Herr Halver, Sie sind seit vielen Jahren auf dem Parkett. Sie wissen ganz genau, was hier vor sich geht. Und Sie haben ein gutes Gefühl dafür, welche Bedeutung diese Wahl eben auch für die Finanzmärkte hat. Frankreich ist die zweitgrößte Volkswirtschaft in der Eurozone. Sie ist sehr bedeutend, auch gerade im Tandem zwischen Deutschland und Frankreich. Aber man hat immer so ein bisschen den Eindruck,
an den Finanzmärkten hört man nicht allzu viel davon. Täuscht dieser Eindruck? Ja, die große Politik ist wichtig, aber hier in der Börse geht man davon aus, dass Emmanuel Macron die Wahl gewinnen wird, weil ja viele, die zwar die Politik Macrons nicht mögen, aber dennoch Macron wählen, damit sie Madame Le Pen verhindern. Von daher geht man davon aus, ja, Herr Macron wird die Wahl gewinnen und damit ist eben zumindest ein Fall eingeschlagen. Das deutsch-französische Verhältnis kann weiterhin Europa nach vorne ziehen, ist ja auch nicht krisenfrei, das wissen wir auch. Die Franzosen eher laissez-faire-Stil, punkto Stabilitätspolitik, die Deutschen mehr harte Stabilitätspolitik. Und wenn wir ehrlich sind, haben die Franzosen sich durchgesetzt. Aber wichtig ist natürlich, dass dieser Motor nach wie vor funktioniert. Auch wenn er stottert, er hat trotzdem Zugkraft, denn wichtig ist, Europa muss zusammenbleiben. Wenn Europa nicht zusammenbleibt, werden wir von Amerika und China aufgefressen. Stabilität, das ist ein wichtiger Punkt, der ja auch die Finanzmärkte in den letzten Jahren immer wieder deutlich beschäftigt hat. Stabilität ist in Frankreich teilweise nicht mehr so stark da, weil eben insbesondere die Verschuldung so stark gestiegen ist. Die reale Verschuldung ist mittlerweile höher als in Italien. Die im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt, da ist Italien immer noch vorne. Aber das liegt natürlich auch an den vielen Geschenken, die Macron herausgegeben hat und die Le Pen, wenn sie gewinnt, nur noch steigern will. Macht es Sorgen an den Finanzmärkten? Wir haben eine Überschuldung in ganz Europa. Auch Deutschland hat jetzt hohe Schulden wegen Corona und Ukraine-Krieg. Wir sind ja auch abhängig. Das ist jetzt ein Problem fast für jedes Land. Vielleicht nicht für Luxemburg, aber für die großen Länder auf jeden Fall. Und daher können wir uns diese Stabilitätspolitik der alten Marke Bundesbank gar nicht mehr erlauben. Leider. Und die Börsen haben mittlerweile gesagt, okay, wir müssen es akzeptieren. Wir kommen nie mehr wieder zur Stabilität zurück. Also die Sorgen haben wir uns ja früher gemacht, auch heute noch gemacht. Aber solange irgendjemand da ist, der bereit ist, die Schulden aufzukaufen, nennen wir sie mal die Mutter Natur, EZB, kann man das Problem zumindest zeitweise dann eindämmen. Was viel schlimmer ist, ist, wenn man schon Schulden macht, sollte man gute Schulden machen. Das ist wie im Privaten. Wenn Sie einen Kredit aufnehmen, um eine Immobilie zu bezahlen, sind das gute Schulden. Wenn Sie einen Kredit aufnehmen, um damit nach Mallorca zu fahren, ist es keine guten Schulden. Wichtig ist, diese Schulden sinnvoll wirtschaftsstark einzusetzen, zum Beispiel in Klimaschutz, Digitalisierung, Infrastruktur, neue Energie. Die alternativen Energien, das sind dann gute Schulden. Das sollte man machen. Aber nur Geld rauspulvern, um die nächste Wahl zu gewinnen, das ist immer gefährlich. Aber diese Politik, die Sie beschreiben, führt natürlich auch dazu, dass insbesondere Verbraucherinnen und Verbraucher darunter leiden. Denn die EZB schaut in der Tat vor allen Dingen auf die Verschuldungsproblematik der Länder in der Eurozone und verliert damit den Blick auf die Inflationsentwicklung. Die tut aber doch vielen weh. Und genau hier sticht ja nun Le Pen auch genau hinein. Sie sagt, hier müssen wir mehr gegen ansteuern. Man will noch mehr aus dem Füllhorn herausgeben und noch mehr Wohltaten sozusagen verteilen, um hier diese Preisentwicklung zu stoppen. Kann Sie damit nicht möglicherweise doch die Bevölkerung kriegen? Und wäre das nicht ein großes Problem dann auch für die Finanzmärkte? Ja, das wäre sicherlich ein großes Thema, wenn Madame Le Pen die Wahl gewinnen würde. Dann reden wir über ganz andere Dinge. Dann reden wir wieder über nationale Politik in Europa. Das wäre fatal. Und das Thema Inflation ist natürlich ein großes. Grundsätzlich sollte jede Politik sagen, wir wollen über eine gewisse Zeit auch staatliche Kostenbeiträge senken, runterbringen. Auch in Frankreich ist ja der staatliche Kostenbeitrag massiv. Also auf Heizen, auf Tanken, das kann man ja mal vielleicht für ein halbes oder ein Jahr machen, bis man eine gewisse Ruhe wieder reingebracht hat, damit eben auch die Bürger beruhigt sind. Klar, ein Kaufkraftverlust ist immer auch Wohlstandsverlust, wenn man sich gewisse Dinge nicht mehr leisten kann. Aber wenn es nur darum geht, Grundbedürfnisse zu erfüllen, und wenn das schon schwer wird, auch in Frankreich, wenn man an große Städte denkt, dann haben wir natürlich ein soziales Problem. Das wird Macron auch angehen, aber ich hoffe, dass er trotzdem die Wahl gewinnt. Natürlich, auf keinen Fall Madame Le Pen, damit dann Herr Macron in den nächsten 5 Jahren dann auch Frankreich auf einen hoffentlich wieder vernünftigen, innovativen Wirtschaftskurs bringt. Denn Frankreich braucht das vielleicht noch dringender als Deutschland. Le Pen ist ja auch jemand, die doch sehr stark in die Kerbe von Trump einschlägt. Sie möchte eher repressiale Politik betreiben. Sie möchte wieder mehr Restriktionen, mehr Protektionismus. Das wäre doch in der jetzigen Situation auch fatal, oder? Das wäre fatal. Europa, da braucht es keine nationalen Egoismen. Europa muss zusammenhalten, das ist ja wichtig. Wir haben ja nicht mehr einen Zustand wie vielleicht noch vor 20 Jahren, als Amerika die schützende Hand über Europa gehalten hat. Amerika ist auch sehr egoistisch geworden. Machen wir uns damit nichts vor. Egal, ob der Präsident Biden oder Trump heißt. Eine sehr egoistische, auf sich selbst bezogene Politik. Und Europa ist aber zu klein mit seinen Einzelstaaten, um dagegen anstinken zu können. Und wenn man jetzt wieder sagt, es macht jedes Land wieder, was es will,
und damit eine Zerfaserung stattfindet, wenn es also quasi eine Erbengemeinschaft ist, wo man sich eigentlich schon morgens bis abends streitet, aber keinen vernünftigen Außenauftritt hat, nämlich einen starken Binnenmarkt, eine vernünftige Steuerpolitik, die angeglichen ist und eine Innovation natürlich. Wir brauchen Innovation, Vorsprung durch Technik, hat meine berühmte Automarke gesagt, sagt sie, glaube ich, immer noch. Ja? Da müssen wir hinkommen. Wie verdienen wir morgen unseren Wohlstand? Und wenn wir Wohlstand haben, dann brauchen wir keine Angst vor Extremen zu haben, auf der linken und rechten Seite. Und das muss aber dann irgendwann mal in die Köpfe rein. Und das auch, sage ich auch dazu, Politik ist nicht dafür da, nur in Talkshows gut rüberzukommen. Man muss die heißen Eisen anpacken. Deshalb ist man Politiker. Und wenn man das nicht macht, hat man ein Problem. Dann lassen wir uns jetzt noch mal zum Schluss auf die Händler hier schauen, auf die Anleger hier schauen, um es noch mal etwas deutlicher zu machen. Ist da jetzt eine Besorgnis da vor dem Ausgang dieser Wahl? Oder ist die Hoffnung eben so groß, dass es noch mal gut geht und tatsächlich Macron tatsächlich hier seine Politik weiterführt? Wie ist da die Stimmung im Moment? Die Börse ist eine nüchterne Veranstaltung. Man rechnet mit Wahrscheinlichkeiten. Und die Wahrscheinlichkeit ist eben sehr groß, dass Macron die Wahl gewinnt. Also das gesamte linke Lager, muss man so zu nennen, Frankreich wird sich dann auch seine Knirschen vielleicht für Macron oder sicher für Macron entscheiden. Also das ist sicherlich klar. Und dennoch wird man am Sonntag um 20 Uhr ganz genau die erste Hochrechnung erwarten, wie es aussieht. Aber man geht davon aus, dass es noch einmal gut geht. Aber auch das ist wichtig. Nur zu sagen, es ist noch mal gut gegangen, ist keine Lösung. Die Menschen brauchen eine Perspektive. Es ist wie die berühmte Mohrrübe, die man dem Esel vor den Mund hält, damit er sagt, es lohnt sich, sich anzustrengen. Und Politik muss auch mal wehtun, damit es längerfristig besser wird. Oder noch mal anders gesagt, metaphorisch, Zahnschmerzen, die kann man ignorieren. Oder mit Schokolade betäuben oder mit Betäubungsmitteln. Man muss an die Zahnwurzel ran. Es muss mal wehtun, damit es längerfristig schmerzfrei ist. So ist es auch mit Wirtschaftspolitik. Politik darf auch mal wehtun. Einschätzungen zur Frankreich-Wahl, die eben am Sonntag sehr, sehr spannend wird. Dann ist die Entscheidung zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen. Dankeschön, Robert Halver von der Baderbank, erst einmal für hier, bis hierhin. Wir werden uns gleich weiter unterhalten, werden uns gleich wiedersehen. Wollen aber erst einmal darüber sprechen, was eigentlich solche Wahlen mit uns machen. Wahlen bedeuten ja immer, dass Bürgerinnen und Bürger vor einer Entscheidung stehen. Sie müssen eine Entscheidung treffen, nicht nur über die kurzfristige, sondern über die langfristigen Entwicklungen ihres Landes. Und das ist natürlich bei einer solchen Wahl wie in Frankreich von ganz entscheidender Bedeutung, weil eben dort ja doch sehr konträre Ansichten aufeinandertreffen und dementsprechend diese Entscheidung eben auch sehr massive Auswirkungen für die Bevölkerung hat. In einer Zeit, in einer Welt, in der alles sich immer schneller zu drehen scheint, sind Entscheidungen heutzutage eine ganz wichtige, wie natürlich schon immer, aber eine zunehmend bedeutende Lage, die uns jeden Tag aufs Neue herausfordert und damit natürlich auch häufig vor Probleme bringt, die wir manchmal auch nur sehr schwer lösen können. Und das ist natürlich ein Thema, das insbesondere auch viele Unternehmen beschäftigt und auch die Arbeitswelt. Und was das für Herausforderungen mit sich bringt und welche Entwicklungen es dort gibt, das möchte ich jetzt besprechen mit Professor Jutta Rump. Sie ist vom Institut für Beschäftigung und Employability in Ludwigshafen, beschäftigt sich sehr intensiv mit solchen Fragen und mit dem Arbeitsmarkt. Einen schönen guten Morgen nach Ludwigshafen. Guten Morgen. Frau Professor Rump, diese Herausforderung, ständig neue Entscheidungen zu treffen, müssen wir alle, aber natürlich auch die Unternehmen, denn sonst sind sie nicht erfolgreich. Was für eine Bedeutung, was für eine Herausforderung ist das in unserer Welt? Also man muss zuerst einmal feststellen, dass unsere Welt sich immer schneller dreht, dass Veränderung zu einem Normalzustand wird, wie ein durchlaufender Posten. Und es sind auch nicht mehr kleinere Veränderungen, die aneinandergereiht sind, sondern es sind sehr große und fundamentale Veränderungen, sodass wir heute schon den Begriff der Transformation verwenden, statt den Begriff von Change oder Veränderungsmanagement. Und bei derartig großen Veränderungen, die in einem Normalzustand eigentlich als durchlaufender Posten da sind, geht es nicht nur darum, in den Betrieben die Strategie adäquat auszurichten, für die Technologie zu sorgen, und die Strukturen und Prozesse im Griff zu haben, permanent zu aktualisieren und in diesem Fall wahrscheinlich auch zu digitalisieren, sondern letztendlich kommt es auch darauf an und vor allen Dingen darauf an, die Menschen mitzunehmen. Wir wissen aus sehr, sehr vielen Studien aus der Gegenwart und natürlich auch aus der Vergangenheit, dass diese großen Veränderungsprozesse zu 2/3 an dem Widerstand von Menschen scheitern oder aber, dass Menschen nicht mitgenommen werden und keine Orientierung haben oder schlichtweg auch die Kompetenz fehlt, um diesen Veränderungsprozess zu begleiten.
Solche Veränderungen machen ja in der Tat große Angst. Sie machen vielen Sorgen. Wir Deutschen scheinen da auch ein bisschen besonders ausgeprägt für zu sein. Denn es gibt da kulturelle Unterschiede, oder? Ja, gerade in dem Umgang mit Veränderungen gibt es sehr große kulturelle Unterschiede. Wir in unserem Kulturkreis neigen dazu, Unsicherheit zu vermeiden. Also wir haben eine sehr, sehr große Ausprägung in der Unsicherheitsvermeidung, was sich darin äußert, dass wir, wenn wir mit einer Veränderung konfrontiert werden, erst einmal die Risiken analysieren, bevor wir zu den Chancen kommen. Und wir haben eben viele Regeln, um Unsicherheit zu vermeiden. Wir lieben Standardisierung, um Unsicherheit zu vermeiden. Wir haben eine vergleichsweise gut funktionierende Bürokratie, um Unsicherheit zu vermeiden. Das ist natürlich in Zeiten von Veränderungen, und das wird die Zukunft natürlich ganz stark ausmachen, ein Stück weit schon eine Herausforderung, wie man dieses Mindset, diese Grundleitlinie und diese Philosophie irgendwie knackt, damit die Menschen tatsächlich in dieser Veränderung nicht direkt den Kopf einziehen und sagen, oh, das halten wir mal aus, das sitzen wir aus, mal gucken, vielleicht wird es ja gar nicht so schlimm, vielleicht kommt es gar nicht, wenn es eigentlich doch unausweichlich ist. Und wenn wir dann in andere Länder schauen, zum Beispiel die USA, die haben einen sehr geringen Wert von Unsicherheitsvermeidung, auch da sichtbar, dass sie beispielsweise Veränderung eher als Chance als Risiko sehen. Und auch in der Rolle des Scheiterns sieht man das sehr deutlich. Wenn Sie in den USA scheitern, dann ist das eher ein Lernfeld. Wenn Sie in Deutschland scheitern, dann ist das ein Makel. Also da gibt es sehr deutliche kulturelle Unterschiede. Das heißt, für deutsche Unternehmen Veränderungen auf den Weg zu bringen, ist dann vermutlich auch schwieriger, oder? Ja, das ist in der Tat so. Also die Frage ist, wie kriegt man jetzt eine Belegschaft dazu, in einen großen Veränderungsprozess hineinzugehen und einfach zu sagen, wir machen das jetzt und probieren das mal aus und mal gucken, was dabei rauskommt. Und lass uns bitte alle hochoptimistisch sein und hochmotiviert sein und es wird schon irgendwie klappen. Und das ist in Deutschland so wahrscheinlich kaum möglich. Und ich glaube, viele Unternehmer und Unternehmerinnen und viele Führungskräfte wissen das aus Erfahrung, dass das nur bedingt funktioniert. In Deutschland, wenn Sie eine Veränderung wirklich gut auf den Weg bringen wollen, dann müssen Sie als allererstes eine wirklich gute Informationspolitik machen. Es muss für jedermann und für jede Frau klar sein, wohin die Reise geht, warum wir das machen, welche Ziele wir damit verbinden, wie ein Szenario für die Zukunft aussieht. Wir müssen den Menschen Orientierung geben. Das ist auch ein sehr wichtiges Thema. Und ich glaube, was immer gut zündet, ist Partizipation. Also den alten, immer noch gültigen Satz, Betroffene zu Beteiligte zu machen, ist etwas ganz, ganz Wesentliches. Also die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in diesen Veränderungsprozess zu integrieren und ihre Ideen auch wertzuschätzen und auch, wenn es möglich ist, logischerweise auch mit umzusetzen. Das ist sehr, sehr, sehr zentral. Sie beraten ja nun viele Unternehmen. Sie haben einen Einblick in viele deutsche Unternehmen. Gelingt denn dieser Prozess in der Regel? Naja, es ist immer schon mit Zeit verbunden. Also ein Veränderungsprozess in Kombination mit Menschen mitnehmen ist auch immer eine Zeitinvestition. Also mit anderen Worten, das ist nicht mit einer Zeit gleich Null und mit Kosten gleich Null verbunden. Aber am Ende des Tages, glaube ich, lohnt sich diese Investition und sie zahlt sich auch aus. Also mit anderen Worten, man muss es auch als Investition begreifen. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, sich darüber klarzumachen, dass trotz aller Bemühungen in Informationspolitik, in Zielsetzung, in Orientierung geben und in Partizipation eins uns immer klar sein muss. Am Ende des Tages verändern sich Menschen vor allen Dingen dann, wenn auch ihre Komfortzone durchbrochen wird. Das sollten wir in einem Betrieb allerdings immer mit Wertschätzung machen. Aber ich sitze jetzt hier auf meinem Schreibtischstuhl vor meinem Schreibtisch und jetzt gehen wir mal davon aus, unter meinem Schreibtisch ist ein Feuer. Und das macht mir das Sitzen jetzt hier auf meinem Stuhl sehr unkomfortabel. In dem Moment beginne ich nicht nur darüber nachzudenken, den Stuhl zu wechseln, sondern ich werde ihn wechseln. Also mit anderen Worten, das Durchbrechen von Komfortzonen ist auch immer eine ganz, ganz wichtige Thematik in einem wirklich gut funktionierenden Veränderungsmanagement. Aber, und das ist eben genau der Unterschied zwischen gut und schlecht, das Ganze muss mit einer hohen Wertschätzung sich vollziehen. Und das ist vor allen Dingen eine Führungsaufgabe. Das ist, ehrlich gesagt, wie ich finde, auch eine sozialpartnerschaftliche Aufgabe, nämlich einerseits zwischen den Führungskräften, den Menschen, die sich mit Personal beschäftigen und der Unternehmensleitung auf der einen Seite und dem Betriebs-Personalrat auf der anderen Seite, einen derartigen Prozess so zu gestalten.
Nun gelten ja deutsche Unternehmen als sehr innovativ. Daraus könnte man vielleicht schließen, dass Ihnen dieser Prozess ganz gut gelingt. Können Sie es vielleicht einmal vergleichen, auch nochmal im internationalen Bereich? Nehmen tatsächlich die deutschen Unternehmen dann ihre Mitarbeiter auch so mit? Darauf sind sie am Ende ja angewiesen, denn sonst funktioniert das Ganze ja nicht, sonst kommt der Erfolg ja gar nicht, oder? Ja, das ist natürlich schon richtig. Jetzt könnte man sagen, wenn wir in einer Kultur sind, der Unsicherheitsvermeidung und ansonsten, was Veränderungen betrifft, vielleicht ein klein wenig abwartend unterwegs ist und vielleicht eher so das Risiko im Fokus haben, dass das in Deutschland nicht so gut funktioniert. Wenn Sie sich aber anschauen, was Sie auch gerade gesagt haben, dass wir eine sehr innovative Wirtschaft haben, gerade der Mittelstand, der sehr, sehr innovativ ist, und gleichzeitig sehr, sehr viele Unternehmen in Deutschland auf internationalen, globalen Märkten unterwegs sind und da einem wirklich intensiven Wettbewerb auch ausgesetzt sind, dann muss das ja irgendwie gelingen. Und das gelingt auch. Es gelingt wahrscheinlich nicht ganz so schnell wie vielleicht in anderen Unternehmen, aber am Ende des Tages funktioniert es. Weil, und das würde ich tatsächlich auch wirklich so, da würde ich meine, ich will nicht sagen, meine Hand dafür ins Feuer zu legen, aber da würde ich schon denken, dass das ganz gut funktioniert in Kombination, dass wirklich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf den Weg mitgenommen werden durch Partizipation, durch Beteiligungen. Ich denke auch, dass die Sozialpartnerschaft hier eine Rolle spielt. Manche mögen das vielleicht eher als Hinderungsgrund sehen. Ich würde das eher als Treiber in diesem Zusammenhang sehen. Und ich denke auch, dass viele Unternehmen, die international sehr erfolgreich sind und sie sehr innovativ sind, eine gute Orientierung für ihre Mitarbeiter geben. Und ich glaube auch, dass alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in derartigen Unternehmen wissen, dass Wettbewerb und Innovation immer Bewegung bedeutet und damit immer mit Veränderungen umgehen zu können. Professor Jutta Rumpf vom Institut für Beschäftigung und Loyalty. Vielen Dank für Ihre Einschätzung heute Morgen zu diesem interessanten Thema. Danke, dass Sie bei uns waren. Ja, Robert Halver, Sie sind wieder bei mir. Das ist schön. Interessante Ausführungen dort. Das ist ja auch an den Finanzmärkten ein ganz wichtiges Thema. Hier will man auch immer was Neues. Man will auch immer Innovationen. Daraus verspricht man sich natürlich auch Profit. Welche Bedeutung spielt denn diese Thematik hier auf dem Parkett? Innovation ist wichtig. Wir in Deutschland wissen ja, in der Industrietechnik waren wir jahrzehntelang führend, immer noch in vielen Bereichen sehr weltführend, ganz weit vorne. Aber so soll es auch bleiben. Wir haben ja gesehen, und das deutsche Wirtschaftswunder, wenn man das mal sagt, oder dass wir in der Automobilkunst, sage ich mal, wirklich bewusst Kunst, ganz weit vorne waren. Das hat uns natürlich auch viel Wohlstand gebracht, hat die Aktienmärkte getrieben, hat Gewinne getrieben. Das ist unheimlich wichtig. Und es wäre natürlich auch schön, wenn diese Unternehmen möglichst viel in Deutschland produzieren, nicht nur im Ausland, sondern in Deutschland produzieren, damit die Arbeitskräfte erhalten werden. Und Frau Professor Rumpf hat es sehr schön gesagt. Partizipation, Teilhabe der Mitarbeiter auch Unternehmenserfolg, ja, auch steuerlich gefördert, sehr wichtig natürlich, eine ganz, ganz große Bedeutung. Das ist natürlich wichtig, damit man sich mit dem Unternehmen auch identifizieren kann. Die große Familie sozusagen, das klingt sehr pathetisch, ich weiß das, aber wenn man gerne arbeiten geht beim Arbeitgeber, wie ich das gerne tue, dann hat das natürlich eine ganz andere Qualität. Aber wichtig ist an der Börse immer, dass man sagt, ja, unser Wohlstand, unsere Innovationskraft ist nach wie vor da. Das macht ja hier bezahlt. Und man muss leider sagen, wenn Sie mal den amerikanischen Aktienindex, S&P 500, den Dow Jones, mit dem DAX vergleichen, dann sieht man, dass wir da verloren haben. Und das ist eben nicht gut. Und da müssen wir wieder aufholen. Also Innovation ist unheimlich wichtig. Wettbewerbsfähigkeit, Konkurrenzfähigkeit ist wichtig. Die Komfortzone, die muss ja nicht tangiert werden. Man kann ja vorher schon was machen. Denn eins müssen wir sehen, die Chinesen, wenn sie können, werden sie uns jeden Vorsprung in der Industrie rauben. Das ist der Wettbewerb. Und da müssen wir massiv dagegenhalten. Das sind große Herausforderungen, die sich ja jeden Tag hier an der Börse widerspiegeln. Die spiegeln sich auch im täglichen Geschäft wieder, auch wenn man Aktien handelt. Diese Entscheidung, diese Entscheidungsflut, wie stark ist es vielleicht auch eine Belastung teilweise für die Börse? Es macht ja Spaß. Also man muss eine Entscheidung hier treffen. Natürlich, man kann auch mal daneben liegen, das ist jedem passiert, mir natürlich auch, selbstverständlich. Also man muss das Fundamentale sehen, was macht die Wirtschaft? Man muss sehen, was macht, machen die Zinsen natürlich. Und man muss auch sehen, was macht die Politik? Die Politik ist seit 2008 spätestens ein ganz massiver Einflussfaktor gewesen. Früher war die Politik Schiedsrichter, wie beim Fußballspielen. Heute spielt die Politik mit. Ja? Fällt auch. Tritt in die Schienbeine, verursacht Elfmeter und so weiter. Das ist natürlich eine andere Dimension. Ohne die Politik und eine klassische oder eine wirklich intensive politische Analyse kann man die Märkte nicht mehr begreifen. Und wenn ich von Politik spreche, dann rede ich auch von Geldpolitik. Die Geldpolitik ist ja heute nicht mehr eine abstrakte Größe, die die Inflationsbekämpfung macht, sondern sich einmischt.
Robert Halver war das vom Bankhaus Baader mit sehr interessanten Einblicken hier vom täglichen Geschehen und wie die große Welt der Entscheidungen letztendlich sich hier widerspiegelt und was es für einen Einfluss auf uns und auf die Unternehmen hat. Vielen Dank, dass Sie heute Morgen bei uns waren. Ja, wir wollten heute mal ein bisschen in den Hintergrund gehen und mal beleuchten, wie diese Entwicklungen, die uns jeden Tag beschäftigen, sich sozusagen manifestieren, wie sie entstehen. Und wir hoffen, dass mit unseren Erläuterungen und unseren Einschätzungen uns da vielleicht ein kleiner Einblick gelungen ist. Dankeschön, dass Sie uns auch in dieser Woche wieder begleitet haben durch die Welt der Wirtschaft und der Finanzen. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und auch in der kommenden Woche dürfte es äußerst spannend zugehen, denn dann werden die Unternehmen zunehmend insgesamt in die Bücher sich schauen lassen und sehen, dann wird man sehen, wie das vergangene Quartal gelaufen ist. Also, Ihnen ein schönes Wochenende, alles Gute und wenn Sie mögen, gerne nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.